thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Getting drunk off the thought of you naked. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby. Yo, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer OPK Gaming. Und heute habe ich gute Laune. Ja, ihr seht's. Es ist Call of Duty Modern Warfare 3, ein Herrschafts-Gameplay auf der Map Arkaden mit der Spaß 12er spielt. Ja, ich habe zwar keinen Call of Duty Modern Warfare drei mehr, aber ich habe das, ich habe noch zwei Gameplays gefunden auf meinem Laptop. Ich habe ja damals, wo ich angefangen habe mit diesen HD-Gameplay-Commentaries, auf meinem Laptop aufgenommen, bevor ich mir den neuen PC gekauft habe. Und dort habe ich, jetzt spammt mich hier einer, und dort habe ich, noch zwei Gameplays gehabt von Modern Warfare 3. Und ja, das ist mir der Spaß. 12er spielt alles auf, wie gesagt, auf Arkadenherrschaft. Meine Abschlussserien sind, glaube ich, die Drohne, das Bodenluftgeschütz und die erweiterte Drohne oder halt sozusagen der Blackbird aus, ne? Ja, ist einfach mit der Spaß 12er spielt. Ich finde es ziemlich gut. Und ja, mein heutiges Thema soll sich so wieder auf so einen Bericht beziehen, und zwar nackte stürmen den Supermarkt und zahlen nichts. Ja, das ist so ein Ausschnitt, ich weiß nicht, außer Bild oder sowas. Ich lese das jetzt einfach mal wieder vor, vielleicht gefällt es ja den einen oder anderen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und zwar Süderlügem, ich kann das nicht aussprechen, dieses Scheißdorf. Na nur, was ist bloß in Nordfriesland los? Bei einer Supermarkteröffnung an der deutsch-dänischen Grenze hat eine Horde Nackte den Laden gestürmt. Der Werbegang, die ersten 100 Kunden, die unbekleidet kommen, dürfen gratis einkaufen. Das ist doch totaler Schwachsinn, oder nicht, Leute? Ich werde doch nicht nackt zum Einkaufen gehen. Oder beziehungsweise, ich werde doch nicht nackt einkaufen. Ich werde doch nicht nackt so einen scheiß Supermarkt stürmen, Alter, nur weil ich da gratis einkaufen darf. Was ist das für ein Schwachsinn, ey? Ganz ehrlich, ey. Oh mein Gott, das ist doch minderwertig. Die Bewohner des kleinen nordfriesischen Orts Süderlüge, Schleswig-Holstein, in Klammern, an der Grenze zu Dänemark, hatten ordentlich was zu gucken. Der neue Prismarkt schenkte den Nackten jeweils einen Einkauf für 2000 Kronen, in Klammern 270 Euro. Mein Gott, für 270 Euro umsonst einzukaufen? Also was heißt umsonst? Alter, das ist doch wenig, das reicht doch nicht, Mann. Das ist doch, oh Gott, das reicht gerade mal für eine Woche oder so. Oh mein Gott, ey, für einen Monat oder so. Noch nicht mal, oh mein Gott. Nein, das ist doch echt wirklich schlecht, Leute. Das ist richtig schlecht. Gesagt, getan. Nur mit Schuhen bekleidet stürmten die meist dänischen Kunden den neuen Supermarkt. Besonders beliebt waren alkoholische Getränke und Süßwaren, die in Dänemark teuer sind. Oho! Ich hätte das trotzdem nicht gemacht, ey. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das mal gemacht hättet. Boah, nee, ey, nie im Leben hätte ich das gemacht. Geschäftsführer Nils Sterndorf zeigte sich vom Erfolg seiner Eröffnungskampagne überwältigt. Ich habe nie gedacht, dass 100 Leute kommen. Habe gedacht, es kommen vielleicht 10. Mein Laden ist voll mit Leuten ohne Kinder. Oh ne, ohne Kleider, ohne Kinder. Ohne Kinder, nein, ohne Kleider. Die Polizei sprach sogar von 250 willigen Nacktkäufern. Sorry Leute, wenn ich das so ein bisschen fehlerhaft vorlese, ich bin echt noch müde. Einige sollen sogar die Nacht vor der Eröffnung im Zelt am Laden verbracht haben. Oh mein Gott, wie, nur wegen so ein bisschen da, oh Gott. Puh. Die Polizei, ach nee, das habe ich schon vorgelesen. Glück hatten aber nur die ersten 100. Sie durften sich ausziehen und nackt mit dem Einkaufswagen durch die Gänge düsen. Wie das aussah, sehen Sie oben in der Fotogalerie. Ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen. PS, sind Sie bei Facebook, werden Sie Fan von Bild. Nein, Leute. Also wirklich, wirklich sehr, sehr krank. Also sowas ist doch krank, nur wegen
Nur wegen bisschen Trinken und Alkohol, also das ist. Das ist wirklich krank, in meinen Augen. Und was da zu fette Leute rumlaufen. Oh mein Gott, das ist doch wirklich. Weiß ich nicht, das ist doch. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also wirklich sowas ist, sorry Leute, ich war gerade wirklich ein bisschen. Oh mein Gott, das finde ich einfach nur peinlich. Oh mein Gott, das ist doch wirklich peinlich, oder nicht, Leute? Ich lese jetzt einfach nochmal was vor. Und zwar: Nach 12 Stunden aus Trümmern gerettet. Italienerin überlebt Beben unter Kühlschrank. Also es geht hier um ein Erdbeben in Italien. Und ich lese das jetzt mal vor, weil das ist wirklich auch ein bisschen spannend. Sie wollte ein paar Kleidungsstücke holen. Plötzlich zitterte die Erde. Das Wohnhaus in Cavezzo brach zusammen. Die Frau wurde unter den Trümmern begraben. Aber sie hatte Glück. Mirandola, in Klammern Italien, 12 Stunden nach dem Erdbeben in Norditalien, wurde eine 65-jährige Jahre alte Frau am Dienstagabend lebend aus einem Schuttberg gezogen. Ihr Kühlschrank hatte sie gerettet. Das Möbelstück war bei der Katastrophe umgefallen und ein Hohlraum entstand. Aha. Dorthin rettete sich die Frau und rief immer wieder um Hilfe, bis Rettungskräfte sie endlich entdeckten. Am Dienstag hatte das Beben der Stärke 5,8 die Region Emilia nördlich von Bologna, ich weiß nicht, was das heißt, Leute, sorry, erschüttert. Der Erdstoß beschädigte historische Gebäude, Fabriken und Lagerhallen. Auch mehr als 100 Kirchen wurden beschädigt. Einige schwer. Ach, das geht noch weiter. In der Nacht zu Mittwoch erschütterte 41 Nachbeben. Oh, 41 Nachbeben die Region. Das Stärkste erreichte den Wert 3,54, also das stärkste Nachbeben. Das Epizentrum lag, ich weiß nicht, ich kann es nicht aussprechen, in der Region Modena, die seit Tagen vom Erdbeben erschüttert wird. Die Zahl der Toten stieg auf mindestens 17. Rund 350 Menschen wurden verletzt. Rettungskräfte fanden die Leichen eines Arbeiters, der vermisst worden war. Der Tote lag unter den Trümmern einer Fabrik in Medulla. Dort waren die Erdstöße besonders heftig gewesen. Es ist bereits das zweite Beben innerhalb von 10 Tagen. In der Region, die als eine der produktivsten in ganz Italien gilt. Am 20. Mai lag die Stärke bei 6,0. Rund 14.000 Menschen sind obdachlos. Ja, Leute, also es ist wirklich momentan in Italien wirklich heftig mit Erdbeben. Also, ja, okay, es ist jetzt 20. Mai, aber, ne. Ja. Wenn euch sowas gefällt mit so Berichten, dass ich die vorlese und so, könnt ihr das einfach mal in die Kommentare schreiben. Also wenn es euch nicht gefällt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefällt, dann schreibt es halt. Ja, dann schreibt es halt auch in die Kommentare. Und ja, das Dual wird auch bald kommen. Ich habe ja jetzt bald. Ich weiß gar nicht, wieso höre ich das eigentlich alles hier gar nicht. Weiß ich nicht. Ich habe ja bald, ja, Leute, sorry, ich bin gerade ein bisschen hier auf. Ich habe bald ja 100 Videos und ich denke mal, das Spezial, das Dual-Commentary, wird zum 100-Video-Special werden. Ich muss denjenigen, mit denen ich die Dual machen will, überhaupt noch fragen, beziehungsweise überreden, dass er mit mir diese Dual-Commentary macht. Und ich hoffe natürlich, er macht mit mir diese Dual, oder beziehungsweise sie, oder ja, die, oder sie, wie nennt man das? Ich weiß es nicht, macht mit mir die Dual-Commentary. Ihr dürft gespannt sein, Leute.
Ja, ich denke mal, das Gameplay neigt sich auch schon so dem Ende hinzu. Hinzu, oh Gott, was laber ich heute hier? Das Gameplay ist auch schon zu Ende, Leute. 30-10 mit der Spaß-12-Herrschaft auf Arkaden. Wirklich. Also ich muss sagen, das Gameplay war, fand ich sehr nice. Hier nochmal der letzte Kill von mir. Bats in your face. Und das war's von mir, Leute. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Wenn es euch gefallen hat, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.